Hallo und herzlich willkommen, ich bin Roland Holzer und in diesem Digitale Logik-Tutorial geht es um das Endgatter. Das Endgatter kann man am besten verstehen, wenn man sich seine Schaltern vorstellt. Das heißt, wir haben zwei Schalter, die in Reihe geschaltet sind und wenn ich jetzt A drücke, leuchtet die Lampe nicht. Wenn ich nur B drücke, leuchtet die Lampe auch nicht. Aber wenn ich jetzt A und B drücke, dann leuchtet die Lampe, dann fließt Strom. Das heißt, in der Digitaltechnik bedeutet dies, A und B können 0 oder 1 annehmen. 0 bedeutet hier, der Schalter ist offen und B bedeutet, der Schalter ist geschlossen. Hier, wenn beide Schalter 0 sind, leuchtet die Lampe nicht, es kommt eine 0 raus. Wenn A 1 ist und B ist 0, leuchtet die Lampe auch nicht. Wenn A 0 ist und B ist 1, leuchtet die Lampe auch nicht. Nur wenn beide Schalter auf 1 sind, also geschlossen, kommt hinten eine 1 raus. Die Lampe leuchtet. Das sieht als Wahrheitstabelle dann folgendermaßen aus. Links sind die Eingänge A und B, dann die Doppellinie und dann das Ausgangssignal X. Und nur in der untersten Zeile, wo beide Eingänge A und B 1 sind, kommt eine 1 raus. In allen anderen Zeilen, wo keiner oder nur einer der Eingänge 1 ist, kommt eine 0 raus. Neben der Wahrheitstabelle gibt es natürlich auch eine Gatterdarstellung für das und die sieht so aus. Es ist ein Kasten mit einem Und-Zeichen drin und hat zwei Eingänge und einen Ausgang. Die Formelschreibweise ist entweder x ist a und dann das mathematische Zeichen für und. Kleine Gabel mit zwei Zinken nach unten, B. In programmierbaren Bausteinen, wo man das dann tippen muss, ist dieses und natürlich schwierig zu tippen. Dafür nimmt man meistens das kaufmännische und. Also x ist a und b. Gucken wir uns ein paar Beispiele an, wie man das und verwenden kann. Wenn wir das Nichtgatter, das wir schon hatten, im letzten Tutorial nehmen und A durch ein Nichtgatter an ein und anschließen und dazu noch das Signal B und wir erhalten ein Y. Nun, wie verhält sich das jetzt? Wenn wir mal durchspielen, die ganzen Wertekombinationen, die wir für A und B haben, dann können wir für A 0 anlegen und für B 0 anlegen. Durch das Nichtgatter wird das obige Signal von 0 zu 1. Und damit legt am Und-Gatter 0 und 1 an und das gibt 0. Das können wir jetzt in eine Wahrheitstabelle eintragen, die ja alle vier Eingangskombinationen hat. Und für Y in der obersten Zeile 0, 0 tragen wir eine 0 ein. Wenn wir jetzt für A eine 0 und für B eine 1 anlegen, dann wird oben wieder die 0 durch das Nicht zum 1. Und damit legt 1, 1 an unserem Und-Gatter an und wir kriegen eine 1. Das können wir in die zweite Zeile unserer Wahrheitstabelle eintragen. Wenn wir das noch weitermachen, nämlich wir legen 1, 0 an, dann sehen wir jetzt, oben liegt eine 1 am Nichtgatter an, die wird zu 0 und damit liegt 0, 0 am Nicht an und wir haben eine 0 am Ausgang, tragen wir in die Wahrheitstabelle ein. Die letzte Zeile gibt 1, 1, die obere 1 wird durch das Nichtgatter zu 0 und Output ist eine 0 und wir haben eine 0 beim Y. Jetzt sehen wir, dass diese Schaltung AB mit dem Nichtgatter und dem Undgatter zum Y diese Wahrheitstabelle ergibt. Durch das Nicht hinter dem A haben wir die Position der 1 verschoben. Denn bei 0, 1 kommt jetzt die 1 raus. Diese 0 beim A wird ja durch das Nicht immer umgedreht. Also ist das jetzt unsere 1, 1 Zeile. Wir können also mit nichts am Eingang eines Und-Gatters die Position der 1 in der Wahrheitstabelle verschieben. Als Formel würde das jetzt so aussehen, A nicht und B. Ein weiteres Beispiel, wenn wir den Ausgang negieren eines Unds, was passiert dann? Nun, spielen wir es wieder durch. 0, 0 gibt beim Und eine 0 und durch das Nicht-Gatter kommt eine 1 raus. Wir kriegen also in unserer Wahrheitstabelle in der ersten Zeile eine 1. Die zweite Zeile wird jetzt 0, 1 anlegen. Das und 0 und 1 gibt 0. Durch das Nicht wird es wieder eine 1. Wir haben eine zweite 1 in unserer Wahrheitstabelle. Die 1, 0 gibt
Nach dem Und auch eine 0 und durch das Nicht wird es zur 1. So erhalten wir eine dritte 1 in unserer Wahrheitstabelle. In der letzten Zeile haben wir jetzt 1, 1 und 1 und 1 gibt ja 1. Und diese 1 wird durch das Nicht jetzt eine 0. Die tragen wir in die Wahrheitstabelle ein und wir erhalten 1, 1, 1, 0. Also wir kriegen jetzt nicht nur eine 1, sondern drei Einsen raus, wenn wir den Ausgang negieren. Das heißt, A und B negiert, gibt diese Wahrheitstabelle. Als Formel sieht das dann so aus. Wir haben Z ist gleich A und B und ein großes Nicht über die ganze Formel. Denn das ganze Und wird negiert. Man kann jetzt sich das hier durch überlegen. Wir haben A und B negiert. In einem anderen Und geschlossen und danach negieren wir das Und nochmal und kriegen dann das Ausgangssignal W. Dadurch, dass hinten ein Nicht ist, erhalten wir drei Einsen. Vorne wird A und B auch noch negiert, das heißt, eine 0 kommt ganz hinten nur raus, wenn A 0 ist und B 0 ist, weil dann kriege ich durch die zwei Nichtgatter zwei Einsen in das Und, die durch das hintere Nicht vor dem W dann negiert werden. Das heißt, das ist die passende Wahrheitstabelle zu dieser Schaltung und das ist genau die Wahrheitstabelle eines Oders. Ich kann also mit drei Nichtgattern und einem Undgatter ein Oder bauen. Als Formel sieht das dann so aus, ich habe A und B, das A ist negiert, das B ist negiert im Input und dann ist nochmal der Output negiert mit einem großen Nicht. Das ganze Und-Gatter also, diese Wahrheitstabelle, das Gattersymbol mit dem kaufmännischen Und darin, als Formelschreibweise das mathematische Und. Und mit Nicht-Gattern und anderen Und-Gattern und Oder-Gattern kann man dann die ganze digitale Logik aufbauen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, das hat geholfen.